Ja, hallo, willkommen zurück zu Blitzkrieg 3. Ich bin gerade noch im Hauptmenü, wie man sieht. Und die Entwickler haben gerade den Entwicklerblock Teil 4 rausgebracht. Mit der Überschrift Die Generäle. Für diejenigen, die das Spiel noch nicht gespielt haben, früher war das so. Man konnte aus ganz, ganz vielen verschiedenen Truppengattungen, Truppenarten alles zusammenwürfeln, was man wollte, und man hatte keinerlei Einschränkungen, also leichte, mittelschwere, Jagdpanzer, alle möglichen Infanterie, und ich konnte alles benutzen oder zusammenstellen, wie ich wollte, was am Anfang interessant war. Man hatte wenig Einschränkungen, wenn man das so möchte. Man konnte das Ganze so auf sich anpassen, wie man mochte. Jetzt sind eben die Generäle dazugekommen. Und die Generäle haben die Eigenschaft, ich zeige es gleich nochmal im Spiel, die können nur bestimmte Truppenarten mitnehmen. Das heißt, vielleicht nur ein Jagdpanzer, also die Gattung Jagdpanzer, leichte Panzer und Infanterie. Der nächste kann zwei Typen Infanterie mitnehmen, zwei Typen Panzer. Also man war, oder der momentane Stand ist so, dass man eingeschränkt ist in Einführungszeichen. Aber wie ich finde, es hat auch eine sehr strategische Tiefe, oder beziehungsweise ich glaube auch für jeden ist etwas dabei. Ja. Wo man jetzt wieder hin möchte, ist, also hier noch die Generäle und welche Vorbilder, bla bla. Wo man jetzt wieder hin möchte, ist, man darf wieder alle Fahrzeuggattungen, Infanterietruppen nehmen. Oder die Generäle dürfen alle verschiedenen Gattungen, alle Arten der Infanterie und Fahrzeuge mitnehmen. Haben dann aber noch spezielle Eigenschaften, positiv oder auch negativ zu den einzelnen Sachen. Mal schauen. Finde ich nicht ganz so spannend. Ich finde es so, wie es jetzt ist, dass man eingeschränkt ist, finde ich doch irgendwie interessanter. Wenn ihr euch diesen Blog durchlesen wollt, ich werde unten verlinken, oder habe ich in anderen beiden Videos auch schon, das Forum und die Homepage von Blitzkrieg, oder ein Forum, wenn ihr möchtet, einfach mal anmelden mit uns. Ein bisschen, ja, sich austauschen, wie das Spiel dann momentan so ist, was man machen kann. Hier ist noch so ein Bug, auf den kann ich jetzt nicht näher drauf eingehen, weil ich habe den selber noch nicht gesehen oder gehabt. Was ich aber ziemlich cool finde, jetzt kommen wir vielleicht im nächsten oder nächster Zeit wird hier die Raketenartillerie, also der, die das Katyusha kommen, der Panzerwerfer und die Kalliope, wo ich mich auf die beiden freue ich mich schon am meisten. Ja, Katyusha ist nicht so mein Teil. Gut, lange genug gequatscht. Gehen wir ganz kurz ins Spiel rein. Oh. Oh, Mann. Dann kann ich nochmal ganz kurz zeigen, wie das... ich glaube, ich habe das schon mal gezeigt mit den Generälen, aber wie das so aussieht. Wenn er denn mal laden würde, der gute Mann hier. Komm. Nächstes Mal sollte ich den Teil vielleicht rausschneiden. Schauen wir mal. Naja, das ging schon mal schneller. Oh, ich höre die Musik. Wunderbar. Oh, es ruckelt, oder? Okay. Gut, hier sieht man. In der Kaserne sieht man, denke ich, am besten. Ich habe Scharfschützen, ich habe die reguläre Infanterie, die Sturminfanterie, Maschinengewehr, Panzerabwehr. Und bei den Fahrzeugen habe ich auch leichte Fahrzeuge, mittlere Panzer, schwere Jagdpanzer
Und eben, es gibt noch die leichten Panzer. Und wenn ich mir meinen General nehme, nehmen wir mal den hier, den Josef Harpe, dann seht ihr, er kann nicht alle Infanterietruppengattungen benutzen. Er ist hauptsächlich spezialisiert auf Fahrzeuge, Schrägstrich Panzer. Ja, bei dem Ernst Udet sieht das schon ganz anders aus. Er darf ein bisschen mehr Infanterie mitnehmen. Und dann auch hier spezielle Eigenschaften. Also er kann zum Beispiel ein Aufklärungsflugzeug mitnehmen. Das sieht man dann hier, diese Unterstützungsreserve. Ich habe da 4 Slots frei und kann die dann eben belegen. Jeder General hat momentan den Haubitzenschlag oder den Haubitzen, die Haubitzensalve und den Haubitzenbeschuss. Und die zwei Mörser, Mörserbeschuss und Mörsersalve sind auch gleich, und hier der Saboteur sind bei allen Generälen verfügbar. Ich habe jetzt zum Beispiel hier den guten Herrn Guderian, der hat noch die Brandgeschosse zur Verfügung. Wenn ich den auflevel, kriege ich noch die Ingenieursbrigade, beziehungsweise kann auch Panzerverstärkung rufen. Und der ist zum Beispiel gerade Stufe 6. Mal schauen, dass ich vielleicht bei Stufe 10 dann die nächste Fertigkeit freischalte. Keine Ahnung, mal schauen, wie weit das Ganze funktioniert. Aber nichtsdestotrotz, ich wollte ja weiter mit den Amerikanern spielen. Und da habe ich auch nichts weiter gemacht. Wunderbar. Gut, immer noch Hauptquartier ausbauen. Würde ich sagen, das Ganze mache ich mal ganz kurz hier, die Amerikaner auch. Ja, der normale, der Standardgeneral, der hat keinen Vorteil bzw. keinen Nachteil. Also er kann alle Truppen mit sich führen, hat eben dann hier aber keine Vorteile, die er mit sich bringen kann. Ja. Hier, der ist zum Beispiel des Charles. Eigentlich nur auf Infanterie mit dem Aufklärfahrzeug. Ja, aber gut. Interessiert mich nicht weiter. Ich soll der Quest nachgeben, Hauptquartier Level 3 ausbauen. Und habe keine Ressourcen. Gut, ja, dann muss ich noch ein bisschen warten und dann werde ich das später machen. Ja, hallo und willkommen zurück zu Teil 2, würde ich sagen. Ihr seht, das Lager ist voll und ich werde mal direkt mein Hauptgebäude ausbauen. Wenn man das Hauptgebäude ausbaut oder das Hauptquartier, dann kommt man immer auf eine neue Karte, auf eine neue Map. Das wird hier ganz kurz beschrieben. Beziehungsweise, wenn ihr irgendwo Verteidigungsanlagen aufgebaut habt oder eure Einheiten positioniert habt, werden die zurückgesetzt und auf der nächsten Karte muss ich alles nochmal neu verteilen. Okay. Gut. Die neue Karte, ja. Man sieht die schon auf jeden Fall wesentlich größer als die vorhergegangene. Und man sieht, es gibt hier eine Pontonbrücke, hier ist eine eingestürzte und hier ist noch ein Übergang. Der Gegner startet hier unten irgendwo und hat dann eben die Möglichkeit, hier über die Brücke anzugreifen oder halt hier. So. Gut, schon mal, was soll man machen? Verstärken Sie Ihre Reserven mit Panzern und Infanterie. Gut, was habe ich denn überhaupt?
Ich habe Schützen, Panzer. Ja, komm, ich kaufe noch ein paar Panzer. 611. Und ja, dann würde ich sagen, wenn das in die Kohle reicht, genau. Können wir noch Panzer verdrucken. Gut gemacht, die Ausbildung ist beendet. Es warten viele aufregende Schlachten auf Sie, aber vergessen Sie nicht stets Ihre Verteidigung Ihres Hauptquartiers im Auge zu behalten. Ja, bla bla. Okay. Jetzt würde ich sagen, geht's erst richtig los. Ich werde auch nicht lang schnacken, sondern ich werde einfach mal ins Gefecht. Aber ich habe noch ein paar Punkte. Guck mal, ich kaufe mir noch einen Panzer. Hab ich immer noch. Jetzt kaufe ich noch einen. Zu viel. Was kostet der denn? 33. Gut, schmeißen wir den raus. Dreck in Drop, nehmen wir den rein. Und da würde ich sagen, probieren wir einfach mal einen Angriff. Vielleicht können wir da gleich ein paar Ressourcen wieder reinholen. Und ich hoffe, dass der Matchmaker. So, da bin ich wieder zurück. Mein Spiel hat sich leider gerade verabschiedet. Aber ich suche nochmal ein Gefecht. Und ja, schauen wir mal, was jetzt so auf mich zukommt. Okay, wunderbar. Zack. Ganz kurz gruppieren. We got you. Und dann schauen wir mal, was mich denn hier so erwartet. Truck on our way. Okay. Ja, wenn man auf die Enden geht, dann sieht man hier die drei Striche. Das heißt, das sind eben schon Stufe 3. Einheiten, ich habe noch Pummelige. Stufe 2 Einheiten. Und da muss ich da wirklich mal schauen, wie ich hier am besten rangehe. Aber allzu viele Wege gibt es hier nicht. Es gibt hier diese große Brücke wieder. Da unten die Brücke und hier kann man mit Infanterie rüber spazieren. Aber ich gucke erstmal ein bisschen scouten. Na, du bist zurück. Uiuiui. Okay, egal. Schicken wir mal die Infanterie nach oben. Das sieht nicht schlecht aus. Panzer schicke ich einfach mal nach oben. Nehmen wir mal die Panzer rausschützen. Die rennen hier rüber. Also ich hoffe, dass jetzt kein Mörser oder eine Haubitze im Hintergrund steht. Go, go, go. Und ja, da würde ich sagen, mache ich den erstmal zu Schrott. Okay, aber dann schicke ich die anderen auch hoch. Du kommst hier hin. Wo man ein bisschen aufpassen muss, hier ist ein Minenfeld. Ich weiß jetzt allerdings, ist das
ein Minenfeld gegen Infanterie? Oder ist das ein Minenfeld gegen Fahrzeuge? Okay, ihr greift erstmal den Bunker an. Der geht relativ zügig. Gut, okay. Dann holt ihr euch den Panzer noch. So. Genau, die normale Infanterie hat zusätzliche Eigenschaften. Wie man hier sieht, die können einmal Panzer sperren, aufheben. Und mit denen kann ich ja mal zeigen, die können zum Beispiel Minen entschärfen. Oh, das hätte ich vielleicht mal einsetzen sollen, um den Weg frei zu machen. Ja. Gut. Dann schauen wir mal. Ich habe schon ein bisschen was. Schicken wir erstmal den leichten Panzer vor. Der soll erstmal gucken. Das können meine Panzer für. Oh, genau. Die geht auch dahin. Die lassen wir kämpfen. Oh, zurück. Wunderbar, da ist eine Statue. Okay. Und nur 8 Minuten, ich denke. Oder ich hoffe, dass ich noch. Oh, zurück. Dass ich noch relativ gut in der Zeit liege. Wunderbar, die Infanterie kann nachrücken. Gut, ich habe jetzt alle Truppen innerhalb von diesem roten Feld besiegt. Und das heißt, ich kann diese Stellung einnehmen. Die gehört jetzt mir, wie man hier in der Fahne sieht. Beziehungsweise hier oben. Und ja, dann schauen wir mal, dass ich hier unten noch das Ganze einnehme. Ich werde versuchen, hier rüber. Oder man könnte natürlich unten rum auch noch das Ganze angreifen. So, hier war ja noch ein Fahrzeug. Ja, ich glaube, das werde ich mir nicht holen. Das ist ein bisschen uninteressant. Das einzig Interessante ist, dass wenn man gegnerische Einheiten oder Verteidigungsanlagen vernichtet, bekommen die Einheiten eben Erfahrungspunkte. Oh, was ist denn da unten? Okay. Und dann haben wir den von oben vernascht. Oh. Ja, dann hol ich den mal. Was ist da drin? Das sind Schützen. Okay. Dann schicken wir die Jungs auch noch rein. Na komm. Da ist noch was, ein Jagdpanzer. Eine Zoom. Boah. Alter Schwede. Gut, ja. Das war nicht besonders schwierig. Gehen wir zum Hauptquartier zurück, mal schauen. Und gucken wir mal, was ich bekommen habe. Jetzt gibt es immer so eine Übersicht am Ende des Kampfes. Man sieht, die Einheiten bekommen XP, beziehungsweise haben dann mehr Haltbarkeit, beziehungsweise mehr Leben auf Deutsch gesagt.
Hier hätte ich noch meine ganzen Mörser und Haubitzen einsetzen können, war aber jetzt irgendwie nicht nötig. Hier sieht man meine Belohnung, was ich bekommen habe. 2400, Bonus, Truppen wiederherstellen, und das ist das, was ich insgesamt bekommen habe. Jeder Spieler hat einen Spielerrang. Ich habe jetzt 17 Punkte bekommen dazu. Und mein Gegner hat 17 verloren. Und man kann sich dann auch anschauen, die einzelnen Fahrzeuge oder Infanterieeinheiten, beziehungsweise hier die Verteidigungsanlagen des Gegners, die dann aufgestellt waren. Und rot bedeutet eben vernichtet. Beziehungsweise die habe ich ja. Die Minen habe ich entschärft, die Hindernisse habe ich beseitigt. Und die habe ich durch Panzer zerstört. Gut, dann mache ich eine ganz kurze Pause und wir sehen uns dann hoffentlich gleich wieder. Tschüss.